Hallo Kinder und herzlich willkommen zu dem lang ersehnten 1000 Abonnenten Special. Ich würde sagen, bevor ich jetzt irgendwas dazu sage, zeige ich euch jetzt meine Reaktion zu den 1000 Abonnenten. Let's go! Fuck yeah! Leute, ich bin gerade komplett am Ausrasten. Leute. Guckt es euch an. Guckt es euch an, liebe Freunde. 1000 und muttergefickte 4 Meerjungbitches und Meerjungbengels auf diesem unfassbar sinnvollen Kanal. Ich raste aus. Ich raste einfach aus. Ich habe gerade mit einem Kollegen telefoniert. Ich so, okay, ich muss mal einmal ganz kurz auf YouTube gucken. Ich bin so ausgerastet. Oh mein Gott. 1000 Menschen gucken sich diese Fresse an. Ohne Begründung. Es ist einfach, ich komme nicht auf mein Leben klar, ja? Andere Leute so, ja, 10.000 Abonnenten, ich schwöre, ich bin euch voll dankbar. Nein, Leute, ganz im Ernst. 1.000 Menschen. Überlegt euch mal, wie viel 1.000 fucking Menschen sind. Und 1.000 Menschen gucken sich diese Fresse an. Es ist unfassbar. Ich habe gerade überhaupt keine Worte, ja? Ey. Der ein oder andere wird es vielleicht schon auf Instagram, Snapchat mitbekommen haben. 1000 Abonnenten. Ich bedanke mich hiermit bei Caro Caro. Sie war meine 1000. Abonnentin. Also wenn du das siehst, good job. Good job an dieser Stelle. Leute. Wenn ihr dieses Video jetzt gerade seht, habt ihr mich wahrscheinlich gerade schon gesehen und seht mich jetzt auch gleich nochmal. Es gibt eine Verlosung. Ihr wisst es, liebe Freunde. Ich habe gut gesammelt für euch. Aber das musste jetzt in diesem Moment, 23.18 Uhr, also wir sind wahrscheinlich schon seit ein paar Stunden jetzt 1000 Abonnenten, aber 23.18 Uhr, I ain't got no words for this, Leute. Ohne Spaß. Ich werde jetzt auch nicht sagen, boah, ihr seid die Besten, ich liebe euch alle so, weil ich das immer mega unauthentisch finde. Ich finde es einfach geil, dass Leute mich supporten, ich möchte mich dafür bedanken. Und, ich find's einfach krass, dass ihr euch wirklich meine Fresse gebt und euch das gebt, was ich zu sagen habe, was ja nicht immer so wichtig ist. Manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Und danke, ich gebe jetzt zurück an die Zukunftstriebtäterin und wünsche euch ganz viel Spaß und ganz viel Glück beim Gewinnspiel. Haut rein! Ja, und da bin ich auch wieder. Das war meine Reaktion zu den 1000 Abonnenten. Ich freue mich immer noch des Todes. Das war jetzt gestern, dass wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Und ich habe ja gesagt, wenn wir die 1000 Abonnenten erreichen, dann gibt es eine Verlosung. Und daran halte ich mich natürlich auch. Ich bin in der Hoffnung, dass euch allen bewusst ist, dass ich natürlich jetzt keine PS4 mit dem Witcher zusammen verlose. Ganz ehrlich, wenn ich eine PS4 mit dem Witcher hätte, würde ich kein YouTube mehr machen, weil ich kein Leben mehr hätte. Aber dem ist nicht so. Ich habe ein paar Kleinigkeiten für euch zusammengesucht. Und die möchte ich euch jetzt zeigen und danach sage ich euch, was ihr tun müsst, um an der Verlosung teilzunehmen. Und es gibt auch noch, ich sag mal, einen kleinen Trostpreis für alle Leute. Also, ich würde sagen, wir legen los. Und ich weiß gar nicht, womit sollen wir anfangen? Ich habe das hier in diese Balea-Tüte getan. Ich würde sagen, wir fangen an mit der dekorativen Kosmetik. Und zwar habe ich einmal von Trended Up, ihr habt es vielleicht gesehen, einen der High Shine Lipglosse für euch eingepackt. Das ist die Farbe 020, der sieht so aus. Dann haben wir noch von meinem absoluten All-Time-Favorite-Perfume of the World den Lipgloss, der genauso riecht wie das Parfüm, also dann wisst ihr, wie ich rieche. Das ist das I Love Love Parfüm von Moschino. Davon habe ich euch den Lipgloss eingepackt, den habe ich auch selber, aber in einer anderen Farbe. Dann habe ich Nagellacke natürlich. Was wäre ein Triebtäterinnen-Überraschungspaket ohne Nagellacke for them fancy claws? Und zwar habe ich einmal von der Jasmin für euch, das sage ich einmal ganz kurz dazu, das Ganze ist von ihr für euch, den Catrice Nagellack in der Farbe 68 Swimbleton eingepackt. Wie gesagt, der ist von Jasmin gesponsert für mich, für die Verlosung. Dann packe ich euch noch dazu einen der Lost in Glitter Nail Polishes. Die liebe ich auch sehr, aber ich sage vorab, benutzt einen Nagellackentferner mit Aceton, wenn ihr das Ganze wieder runterbekommen wollt. Das hier ist die Farbe 040 Be Cool und das ist so ein Blau als Grundton, aber mit ganz vielen verschiedenen Farben da drin. Der ist super schön, den habe ich selber noch nicht mal. Also
Ne? So. Dann. Was ist auch schon mit der dekorativen Kosmetik? Dann habe ich für euch einen Balea Lippenpflegestift, den alle sehr gehypt haben. Und zwar den Melonen Lippenpflegestift von Balea in Melone. Limited Edition. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Dann habe ich natürlich auch von meinem Balea Überraschungspaket was für euch eingepackt. Und zwar diese Schuhpads für die Leute, die High Heels tragen. Ich trage nun mal immer medizinische Einlagen. Ich kann mit sowas nichts anfangen. Aber vielleicht freut sich der ein oder andere von euch darüber. Generell habe ich noch zwei Probegrößen eingepackt, die ich auch zugeschickt bekommen habe, aber die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist das einmal ein Duschgel von Dr. Hauschka und ein Duschgel von Weleda. Die beiden kommen auch noch dazu. Dann habe ich noch für euch eingepackt, ich dachte mir, okay, was kannst du den Mail Young Bitches geben, was wirklich einer Meerjungbitch würdig ist? Und dann habe ich mir gedacht, es gab doch mal eine Limited Edition, die so ein bisschen Meerjungbitch-mäßig war. Und zwar die Aquatics Limited Edition von Essence aus dem letzten Jahr. Davon habe ich das Schimmerfluid in der Farbe 01 Ocean's Next Top Mermaid. Und ich meine, wir sind alle Top Mermaids, oder? Und Leute, das riecht einfach so lecker, ne? Also ich finde, ich kann noch nicht mal beschreiben, wonach es riecht, aber es riecht auf jeden Fall super lecker. Und den packe ich euch noch mit dabei. Dann habe ich drei Sommerprodukte noch mit eingepackt. Jetzt gerade bei mir persönlich ist es gerade Weltuntergangsstimmung, 16 Grad und seit über 24 Stunden am Regnen. Aber ich habe euch einmal heiß geliebt von mir die SOS Anti-Hautröte Abre-Creme von Sundance eingepackt. Die ist wirklich sowas von gut. Also natürlich passt auf, dass ihr generell keinen Sonnenbrand bekommt. Aber wenn oder wenn ihr einfach gerötet seid, dann dieses Zeug hilft, eure Haut zu beruhigen. Dann von mir auch sehr heiß geliebt für euch in der Probegröße die Balea Aftersun 2-in-1 Shampoo und Spülung. Liebe ich so, 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 so sehr. Und ebenfalls von Balea, sieht jetzt ein bisschen komisch aus, weil ich es jetzt gerade geschüttelt habe, das Sonnenschutzspray. Gerade für Leute wie mich mit blondierten Haaren, die eh schon kaputt sind, ist sowas ganz, ganz wichtig, dass ihr eure Haare einfach schützt. So, wir machen weiter. Dann habe ich aus diesem Jahr, aus der, ihr habt es vielleicht in einem Haul gesehen, Secret Party Limited Edition, das Body Spray für euch eingepackt. Das habe ich von Anfang an für euch gekauft und ich wollte aber natürlich keine Sneak Peek geben. Und ja, das habe ich für euch mitgenommen. Ich finde auch, dass es wirklich, wirklich richtig angenehm riecht. Aber ich habe es für euch mitgenommen. Jemima, du hast genügend Body Sprays. Beruhige dich. Und zu guter Letzt habe ich euch noch zwei Duschgele eingepackt. Und zwar das eine, was ganz edles, und zwar von Biotherm, das Eau-Pure Shower Gel. Nicht wundern, das Ganze sieht aus, als wäre es schon mal benutzt worden, ist es aber nicht. Ist es wirklich nicht, liebe Freunde. Die sind irgendwie ein bisschen sparsam mit ihrem Inhalt, keine Ahnung, 150 Milliliter sind das. Und das riecht sehr, auch super angenehm, auch super geil einfach. Sehr frischer Duft, würde ich sagen, mag ich sehr, 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 sehr gerne. Und natürlich, es ist natürlich ein Paket von mir und deswegen muss natürlich noch etwas für mich Typisches mit rein. Und zwar die One Ginger Morning Dusche, mein absolutes Lieblingsduschgel of all times. Und ja, die habe ich euch in der Probegröße auch noch mit dabei gepackt. So, das ist erstmal das Paket, was ein Gewinner gewinnen kann. Es können natürlich Männer und Frauen mitmachen. Vielleicht gewinnt ein Mann, der seiner Frau eine Freude damit machen möchte oder die Produkte für sich selber nutzen möchte. Das kann natürlich auch sein. Ich bin da ja vollkommen offen. Wenn Männer sich schminken wollen, dann schminken sie sich und wenn nicht, dann nicht. Mir ist das relativ egal. Also ihr könnt auf jeden Fall alle mitmachen. So, das Ding ist natürlich, nur eine Meerjungbitch kann das Ganze gewinnen. Nur eine Meerjungbitch kann dieses Paket gewinnen. Und dann gibt es aber 999 Meerjungbitches, die vielleicht ein bisschen traurig sind. Und für diese 999 Meerjungbitches habe ich mir in Zusammenarbeit mit Glaube, Liebe, Hoffnung, Plax, zu denen wird auch noch ein Video kommen, etwas ausgedacht. Und Glaube, Liebe, Hoffnung, Plax ist ja eine Seite, eine Internetseite, wo ihr die geilsten Plugs der Welt bestellen könnt. Also ich werde jetzt nicht bezahlt, dass ich das sage, sondern ganz im Ernst, ich möchte einfach alles von dieser Seite haben, ohne Witz. Vielleicht die Leute, die mir auf Instagram folgen, werden schon was von der Seite mitbekommen haben. Ansonsten packe ich euch den Link. Jemima, denkt dran, packe ich euch den Link unten in die Infobox. Und jeder von euch kann mit dem Gutscheincode
Triebtäterin. 5% sparen. Es ist natürlich nicht so super viel, aber ich bin jetzt auch nicht die super fancyste YouTuberin, die da jetzt irgendwie 50% rausschlagen kann oder so. Aber für euch habe ich in Zusammenarbeit mit Glaube, Liebe, Hoffnung, Plugs diesen Rabattcode erstellt. Und ja, wenn ihr wollt, dann könnt ihr da sehr gerne 5% sparen. So, nun zu den Teilnahmebedingungen und dann sind wir auch durch mit diesem 1000 Abonnenten-Special. Die Teilnahmebedingungen werden auf Instagram, also das Ganze wird auf Instagram stattfinden. Also folgt mir gerne auf Instagram, ich heiße da die Triebtäterin, wie auch hier zusammengeschrieben. Der Link ist immer unten in der Infobox, also schaut da vorbei. Ich weiß, dass die meisten von euch da auf Instagram sind, ansonsten könnt ihr euch da gerne ein Profil erstellen. Das ist kostenlos. Und das ganze Instagram ist, glaube ich, auch ab 14 Jahren freigegeben, also könnt ihr da sehr gerne mitmachen. Ich werde da ein Foto posten mit Verlosung und da wird alles weitere dann stehen. Dieses Foto wird dann online kommen, wenn auch dieses Video hier online kommt. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, dass ihr irgendwas verpasst habt oder so. Und ich wünsche euch natürlich ganz viel Spaß, ganz viel Glück. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich werde jetzt nicht in Tränen ausbrechen und sagen, ich liebe euch alle. Auch das habe ich schon auf Snapchat und auf Instagram gesagt, aber ich möchte mich einfach für den Support von vielen Leuten danken, dass sie hinter mir stehen. Die Nachrichten, die ich von euch bekomme oder die Kommentare, die ich auf Instagram oder auch hier auf YouTube bekomme, das freut mich wirklich immer sehr. Und einfach nur danke dafür auf jeden Fall. Ihr habt es gesehen, ich bin ein bisschen ausgetickt bei den 1000 Abonnenten. Ihr wisst es vielleicht, mein Ziel für dieses Jahr waren 500 und jetzt haben wir doppelt so viele geschafft. Das ist einfach viel zu krass und ja, ich freue mich des Todes aus der Hölle wirklich, liebe Freunde. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Gewinnspiel, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Gewinnspiel eine winzig kleine Kleinigkeit zurückgeben kann. Und damit bin... Stress wie immer hier im Ghetto. Damit bin ich jetzt durch mit diesem Video. Ich wünsche euch jetzt noch einen nicht so ganz verregneten wie bei mir Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video seht. Und bis dahin wünsche ich euch viel Glück und ciao, ne?